Welcome to the ring, Oliver James. Herzlich willkommen, Kamran Armin Sadi. Der letzte Kampf der Undercard, liebe Zuschauer, bevor wir dann zu den Hauptkämpfen kommen bei der Universum Boxing Night. 6 Runden im Schwergewicht zwischen Kamran Armin Sadi aus Hamburg links im Bild und Oliver James aus Brüssel. Ja, und das ist ein Kampf, bei dem es wirklich sehr schwer ist, da irgendeine Vorhersage zu treffen. Das sind zwei Herren im schon gesetzten Boxalter. James ist 35, Armin Sadi sogar 42 Jahre alt. Und die machen hier jetzt nochmal ernst mit dem Profiboxen. So geht's manchmal. So, und Armin Sadi hat den Mann aus Lumbumbashi jetzt eben da schon mal in der Ecke gehabt. Ja, gute Aktion, kommt da jetzt aus der Ringmitte. Ja, ausgeglichene erste Runde, Armin Sadi wird jetzt hier aktiver. Guter Körpertreffer dort. Leberhaken gesetzt gegen Oliver James, der ist auch durchgekommen. Größen- und Gewichtsvorteile leicht bei Oliver James. 2 Zentimeter ist er größer mit 1,80 Meter. Und 7 Kilo schwerer mit 108 Kilogramm. Aber jetzt hat er Probleme. Ist er in der Ecke? Armin Sadi hat ihn da jetzt schön festgemacht. Und auf geht's in die zweite Runde. Und Armin Sadi, der hat sich offensichtlich was vorgenommen. James wehrt sich allerdings. Ja, da wollte er den Überraschungseffekt nutzen. Wollte Oliver James da sofort in die Ecke zwingen und ihn da festnageln. Aber der Mann aus Brüssel ist da relativ gut und unbeschadet rausgekommen. Oliver James, jetzt kommt mal was vom Italiener aus Brüssel. Da kam man die Rechte durch zum Kopf von Armin Sadi. Oh, eieiei. Da liegt er am Boden, Beinverletzung, Fußverletzung bei Kamran Armin Sadi. Lässt sich jetzt natürlich gar nicht erst anzählen, denn Klaus Hagemann muss den Kampf abbrechen. Und zwar aufgrund einer Verletzung. Da ist er plötzlich weggeknickt, Kamran Armin Sadi. Ah, das sind ja gar keine schönen Bilder. Hat er irgendwie offensichtlich das Gewicht falsch verlagert, irgendetwas muss dann kaputt gegangen sein im rechten Bein von Kamran Armin Sadi. Da müssen wir uns nochmal anschauen. Das war die Aktion ohne gegnerische Einwirkung. Und da wird er jetzt natürlich behandelt im Ring. Oh, es scheint höllisch weh zu tun. Also hier nochmal der Abbruch des Kampfes durch Klaus Hagemann. Den Referee, logischerweise blieb ihm da auch gar nichts anderes übrig. Das ist natürlich sehr, sehr schade für Kamran Armin Sadi, den mutigen Mann, der hier unbedingt seinen ersten Sieg als Profiboxer erringen wollte gegen Oliver James. Meine Damen und Herren, so hart es ist, aber es gibt ein Urteil. Natürlich, ganz klar, nach 2 Minuten 57 Sekunden in der zweiten Runde, Sieger durch TKO. Herzlichen Glückwunsch, Oliver James. Yes, of course, sure, of course, okay. Hi, thank you so much. I don't deserve victory like that. I'm sorry. And thank you to all German people. I would like to work to back here to do something like that again. Thank you so much for a better fight. I'm sorry. I'm so sorry, guys.